Ich mache immer Learning by Doing. Da sind sie. Also dann. Ja, ich lock dich aus. So, und da bin ich eigentlich wieder. Jetzt natürlich alleine. Ich mache auch jetzt nicht mehr viel. Ich nehme nur noch auf, bis ich alle Bäume umgestellt habe. Machen wir ungefähr einen groben Plan, wie ich hier alles pflanze. Und dann ist die Aufnahme eigentlich auch schon vorbei. Ob jetzt noch was Spannendes kommt, müsste ich spontan machen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nämlich gerade nichts. Noch die drei Bäumchen. Später noch mal alleine eine Aufnahme, aber dann wahrscheinlich auf meiner neuen Farm, wenn ich dann die ganzen nebensächlichen Arbeiten noch erledigt habe und das Zeug für die Schule noch mal angeschaut hat. Morgen kriege ich 3 Noten. 2 Prüfungen und eine Mal muss ich einen Bewegungsplan machen. Aber das kriege ich alles hier. Das alles nicht so hart.
ist ja jetzt nicht die Abschlussprüfung des dritten Jahres, sondern erst irgendwo zwischen dem ersten und zweiten. Die alten Leute wollen doch auch gepflegt werden. Mein Tank ist ja schon voll, wieso soll ich ihn dann nochmal tanken? Das wäre Unsinn. Kann ich irgendwas Schönes noch bauen? Ist das ein Sprengler? So, so. Gute Geschichte. Bewässer zwei benachbarte Felder. Komm auch mal größere Sprengler. Fragezeichen, aber Level 70 wahrscheinlich das Ding. Finde ich eigentlich eine gute Idee. So ein Sprinkler. Das ist alles mit rein dekorativ. Eigenes Haus. Den will ich noch haben auf jeden Fall. Setze ich erstmal hierher. Oh, der braucht 22 Stunden. 23, also einen Tag, dann ist das Haus erst fertig. Schade. Was kann ich mir noch Schönes leisten? Tontlei. Tausche Goldnuggets gegen Geld und Ressourcen. Ich habe noch keine Goldnuggets. Bienenstücke. So, damit ich mal von allem etwas habe. Kaninchen und Landschwein. Gut. So, da habe ich Hühnchen. Dafür wird das Geld nicht mehr reichen. Fehlt hier Hasen. Ach, die Enten haben sich jetzt mit denen hier verbunden. Ah, das finde ich gut. Ein Feld für die Hasen noch. Und dann reicht's Geld eh nicht. Also dann. Ah, die Äpfel mache ich noch. Wegen der Quest mit den 70 Apfelbäumen.
Australien hat gesagt, bei ihr brauchen sie 5 Minuten, das ist je nach Jahreszeit, hier brauchen sie die ganze Jahreszeit im Winter. Fühle ich mich wieder als derjenige, der recht hat, dass das nach Jahreszeit geht. Mit der Wachstumsdauer. Der Äpfel. Muss man irgendwann mehrere Bushaltestellen wahrscheinlich bauen können. So hat man schon mal eine grobe Übersicht über die Karte. Es ist hier schon ganz schön wässrig. Ah ja. Ich glaube, an der Stelle gehe ich zurück zur nächsten Farm. Meine Farm erstellen. Standardgebiet hat die Karin. Ich habe nicht das Stallgebiet, ich habe das Wassergebiet. Kein Wunder, dass da so viel Wasser ist. Das ist das gebirgige Gebiet. Hier habe ich vor, alles gleich geordnet zu machen. Details. Sichtbarkeit. Lokal. Privat. Öffentlich. Lokal. Privat. Freunde kriegen Vollzugriff. Gäste dürfen ernten und gießen. Na gut, lass ich oft nur ändern. Habe ich jetzt auf die geordnete geklickt oder auf die andere? Ach. Mist. Nein, ich habe auf die richtige geklickt. Schön. Und alles komplett flach. Fange ich gleich mal mit einer Bestandsaufnahme an. Das ist ein Zitronenbaum. Die baue ich hier in die Ecke.